ein herzliches Gott von meiner Seite. Wir fangen mal den Strom an, die Stromversorgung macht seit letztes Jahr die Firma Börder. Und wir haben ausschließlich am Markt an allen Buden Ökostrom. Das machen wir jetzt, glaube ich, das 9. Mal. Da waren wir Vorreiter in Nürnberg. Wir waren die Ersten mit Ökostrom. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Und das ist eine gute Sache. Die Aufbauarbeiten sind im Moment, da die Pressekonferenz seit letztes Jahr eine Woche eher stattfindet, noch im vollen Gange. Also man kann noch nicht so viel sehen, wie es normal ist, wenn die Pressekonferenz eine Woche später wäre. Aber wir sind da schon zuversichtlich, dass wir das schaffen bis zum 29. Dass der Christkindlesmarkt mit dem vollen Licht erstrahlt und alle Buden fertig sind. Das werden wir schaffen, davon gehe ich aus. Die Vorfreude bei den Händlern ist riesengroß. Jeder freut sich drauf, dass der Markt endlich losgeht. Und dann wünschen sie sich alle noch einen friedlichen, erfolgreichen und entspannten Christkindlesmarkt. Ich persönlich freue mich auf die Bühnenauftritte unseres Christkind, die immer mehr Zuspruch finden. Dann ist besonders hervorzuheben der 24.12. mit dem Abschlussgottesdienst, wo das Christkind das letzte Mal für das Jahr dann auftritt. Das ist eine sehr gelungene Aktion geworden. Der Markt wird hauptsächlich am 24. von Nürnberg, von Nürnbergerinnen besucht. Und man kann wirklich so sagen, er platzt am 24. aus allen Nähten, der ist brechend voll. Das ist nochmal sehr lukrativ für uns und das ist eine gute Sache, das finden wir toll. Wir machen heuer wieder ein Seminar und dieses Jahr steht im Vordergrund ein Service und Qualität. Das kann ja jeder Händler teilnehmen. Das wird ausgeschrieben im BV und da haben wir auch schon genug Anmeldungen. Das wird dann nächste Woche an ein oder zwei Tagen stattfinden. Ich bin mit meiner Ausführung jetzt ziemlich am Ende. Ich möchte Sie noch herzlich einladen vor der Presse. Am 2.12. ist der Treffpunkt an der Bühne für den neuen Heidenrundgang. Da können Sie sich dann persönlich vor Ort an jedem Stand ein Bild machen. Da wird jeder Stand von seinem Betreiber, von seinem Händler selber vorgestellt. Und das finde ich für eine tolle Sache. Das war es dann eigentlich schon mit meiner Ausführung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bernhard. Die Kinder